Hallo liebe Freunde des Rechts, ich bin Johnny Jun und zu meinen Füßen liegt Nelly. Die macht gar nichts, aber es ist kein Live-Bild, kein Standbild, was hier auf dem Fernseher da hinten läuft. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, darf man Twitter zumuten, sich an deutsches Recht zu halten? Und das klingt eigentlich wie eine rhetorische Frage, denn die Antwort müsste natürlich lauten, natürlich muss sich Twitter auch an deutsches Recht halten, aber es kommen Fragen und Zweifel daran, ob Ordner es wirklich durchsetzen kann. Denn bisher hält sich Twitter nicht an deutsches Recht. Wir haben in den letzten Jahren eine Zeit lang gesehen, dass Twitter sich wenigstens bemühte, wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sich an deutsches Recht zu halten, was zum Beispiel auch bedeutet, dass man üble Nachrede und Verleumdung entfernt. Wir haben dann aber gesehen, dass Twitter gemerkt hat, oh, da passiert ja eigentlich gar nichts. Ich kriege überhaupt keinen Ärger vom Bundesamt für Justiz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein zahnloser Tiger. Nicht in einem einzigen Fall wurde ein Bußgeld verhängt wegen der systematischen Verletzung der Moderationspflicht. Es gab lediglich Bußgelder für so Formalitäten wie keinen richtigen Meldebutton oder im Transparenzbericht nicht die richtigen Sachen auszuweisen. Und so erlebten wir in letzter Zeit, dass Twitter immer schlechter wurde dabei, insbesondere jene Sachen aus dem Netz zu entfernen, von der Plattform zu entfernen, die nicht gleichzeitig auch gegen die Gemeinschaftsstandards verstießen. Und das sind vor allem die Fälle bei Tatsachenbehauptungen. Falsche Tatsachenbehauptungen in Bezug auf eine Person, Verleumdung, Diffamierung, üble Nachrede, 186 StGB, das sind einerseits die Fälle, die am stärksten wirken, die am stärksten auch einen Menschen in Misskredit bringen, aber auch gleich wieder am schlechtesten zu entfernen und zu erkennen sind. Wenn es nach Elon Musk geht, der Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat, dann sollte eigentlich alles mit Algorithmen funktionieren, automatisiert. Auch die Auswahl, wen man entlassen will, sollte am besten nach einem regelbasierten System oder durch eine Mustererkennung erfolgen. Und das funktioniert auch bei der Content-Moderation, so ein bisschen jedenfalls. Was funktioniert ist, dass man Schimpfwörter erkennt, dass man Beleidigungen erkennt und dann vollautomatisch bestimmte Accounts sperren kann. Denn wenn man die Accounts sperrt, dann hat man das Problem gleich richtig gut gelöst. Twitter hat allerdings auch erlebt, dass sie viel Gegenwind bekommen, und zwar zu Recht für falsche Löschungen. Denn das Gesetz hat nie vorgesehen, dass man ganze Accounts stilllegen muss, nur weil sie gegen Gemeinschaftsstandards oder AGBs verstoßen. Wir haben jetzt in diesen Tagen erlebt, dass all jene mit einem Verifizierungshaken gelöscht wurden, die sich den Spaß oder die Demonstration erlaubt haben, ihren Namen auf Elon Musk zu ändern, um zu zeigen, wie einfach es ist, wenn man erstmal diesen Verifizierungshaken hat, danach sich als andere Person auszugeben. Und darauf reagierte dann Elon Musk damit, dass man ohne jegliche Vorwarnung diese Accounts sperrte. Wir haben also einerseits das Bedürfnis von Twitter, rechtswidrige Inhalte, die man dafür hält, mit geringem Aufwand zu entfernen. Wir haben auf der anderen Seite aber das Recht. Und dieses Recht gilt eben auch für Twitter und auch für Meta und auch für Google. Und während Meta und Google das vielleicht so halbwegs verstanden haben, meint vielleicht Herr Musk, er könne sich trotzdem durchsetzen. Und nicht deswegen haben wir Twitter verklagt, sondern weil das Problem schon vorher bestand. Es fällt nur gerade zusammen. Und wir haben am 24. November einen Termin beim Landgericht Frankfurt. Es geht dort um einen Verhandlungstermin für eine einstweilige Verfügung, die wir beantragt haben. Und nach unserem Wissensstand ist es die erste einstweilige Verfügung, die gegen Twitter beantragt wurde, für die Entfernung von Inhalten. Es gab schon viele einstweilige Verfügungen, wo User versucht haben und auch erfolgreich damit waren, Accounts wiederherzustellen. Und manchmal passiert es sogar, dass auf der einen Seite jemand die Entfernung verlangt, auf der anderen Seite die Wiederherstellung verlangt wird. Und bei den Inhalten, um die es hier geht, war es so, dass sie erschienen sind, gemeldet wurden. Dann hat Twitter gesagt, wir entfernen sie nicht. Dann wurde aber der ganze Account entfernt und dann wurde der ganze Account wiederhergestellt, nachdem Twitter aber ausdrücklich Kenntnis hatte von diesen Inhalten. Und da lautet die gesetzliche Regel nach unserer Rechtsprechung, ab dem Zeitpunkt, wo man Kenntnis erlangt von einem rechtswidrigen Inhalt, haftet man auch dafür und muss diese Inhalte entfernen. Wir haben das Landgericht Frankfurt angerufen und sind dort wieder bei der dritten Zivilkammer, jener Kammer, die schon vorher in diesem Jahr gegen Meta, gegen Facebook entschieden hat, dass Facebook
die gemeldeten Inhalte nicht nur unter der jeweils gemeldeten URL entfernen muss, sondern überall auf der gesamten Plattform entfernen muss. Dass Facebook es also zuzumuten ist, diese Inhalte, und zwar kerngleiche Inhalte, überall zu entfernen. Das sagte Facebook vorher, das ist uns aus rechtlichen Gründen nicht zuzumuten. Und von Twitter verlangen wir jetzt das Gleiche, nämlich dass die Behauptung, dass unser Mandant eine Affäre mit einer minderjährigen Asiatin habe oder suche, was nicht den Tatsachen entspricht, dass Twitter diese Inhalte entfernen muss. Darum geht es, dass es insofern ähnlich wie in der Facebook-Klage, die jetzt übrigens in der zweiten Instanz beim OLG Frankfurt liegt und dort im nächsten Sommer verhandelt werden wird. Wir verlangen das im Wege der einstweiligen Verfügung, und das ist jetzt ein Novum, was es vorher noch nicht gab, und tatsächlich ist das nicht sicher, ob das funktionieren wird. Es kann durchaus sein, dass das Gericht sagt, das ist für ein Verfügungsverfahren zu komplex. Aber dann muss man natürlich auch sagen, wenn man in einem Eilverfahren nicht die Entfernung von übler Nachrede durchsetzen kann, dann ist der Rechtsweg auch nichts wert. Denn was bringt es einem, und das hat die Süddeutsche Zeitung gestern schön dargestellt mit Ronan Steinke, was bringt einem eine Entfernung, die nach 2 oder 3 Jahren stattfindet? Das ist eine Symbolik. Aber wir sind im Jahr 2022 und wir brauchen nicht mehr einfach nur die Leuchtturmentscheidungen, mit denen man beweist, dass es theoretisch möglich ist, gegen Hassrede vorzugehen, sondern wir brauchen wirksame Wege, die tatsächlich funktionieren, mit denen sich Opfer von Hassrede und Verleumdung tatsächlich zur Wehr setzen. Und ich habe heute mal ein anderes Mikrofon, vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren sagen, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist. Ich habe ansonsten dieses DPA-Headset, wo mir jemand sagt, das hat eine tolle Qualität, aber dieses Shure Mikrofon, was jetzt hier auf dem Ständer natürlich ein bisschen klobiger ist und mit dem man nicht so toll rumlaufen kann, soll angeblich einen besseren Klang haben. Bin mal gespannt, wie ihr das so seht oder ob ihr Tipps habt, welche Filter ich in OBS da noch einbauen sollte. Worum geht es in dem Verfahren? Nun, es geht darum, dass der Antisemitismusbeauftragte, nein, der Beauftragte gegen Antisemitismus des Landes Baden-Württemberg seit einiger Zeit beleidigt und diffamiert wird, und dann gibt es einen anderen User, der möchte Herrn Blume andichten, er habe auf der Suche nach minderjährigen Asiaten eine Affäre, einen Seitensprung mit einer Amy. Amy ist in Wirklichkeit aber in den 30er und 40er Jahren alt, sie sieht vielleicht jünger aus, jedenfalls in den Augen derjenigen, die Herrn Blume diffamieren wollen. Und das Einzige, was Herr Blume gemacht hat, ist, er hat unter einen Tweet von Amy Happy Birthday geschrieben. Das war alles, und das wurde ausgelegt dazu, dass er auf der Suche sei nach blutjungen oder möglicherweise minderjährigen oder minderjährigen, die Formulierung variierten, Asiatinnen. Und diese Unterstellung sagt wahrscheinlich mehr über diejenigen aus, die ihre Fantasien auf diese Weise zum Ausdruck bringen, als über ein tatsächliches Verhalten von Herrn Blume. Es ist niederträchtig, es führt auch dazu, dass Herr Blume jetzt seinen persönlichen Account deaktiviert hat. Er twittert nur noch mit dem Account seines Amtes und war schon mehrfach Gegenstand von gerichtlichen Verhandlungen und hat jetzt also uns beauftragt, mit einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen diese Inhalte vorzugehen und bei der Gelegenheit, wie gesagt, auch die Frage zu klären, ob Twitter verpflichtet ist, nicht nur die jeweiligen Tweets zu entfernen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie nicht neu erscheinen. Der Fachausdruck dafür lautet Notice and Takedown and Stay Down. Wir haben 3 Sachen. Wir haben Notice und danach Action, oder diese Action kann sein ein Takedown. Und der 3. Punkt ist dann das Stay Down, diese Verpflichtung, dass die rechtswidrigen Inhalte auch entfernt bleiben sollen. Und die Verpflichtung dazu, die ist umstritten, weil manche Gerichte gesagt haben, man hat lediglich einen Beseitigungsanspruch, aber keinen Unterlassungsanspruch. Nun, die 3. Kammer des Landgerichts Frankfurt hatte schon mal in einem Hauptsacheverfahren Twitter zu einer Unterlassung verurteilt und dabei gleichzeitig auch zu Schadensersatz. Das werden wir in diesem Fall im Hauptsacheverfahren auch tun, dass wir also die Schadensersatzpflicht der Plattform geltend machen. Und das ist auch nicht selbstverständlich, denn das Landgericht Würzburg hatte zum Beispiel vor einigen Jahren entschieden, dass Facebook kein Täter und kein Beteiligter sei und deswegen nicht zu Schadensersatz verpflichtet sei, sondern allenfalls als Störer haftet. Und das ist natürlich auch die Position, die Twitters Anwälte hier vertreten, dass sie sagen, Plattformbetreiber müssen privilegiert werden, sie dürfen nicht dafür haften, was die User Böses tun. Das ist eine Position. Aber würden wir auf dieser Position verharren, dann hätten Nutzer keinen wirksamen Schutz gegen solche Verleumdungshandlungen. Wir hatten es bei Renate Künast ja gesehen.
Man könnte den ganzen Tag damit verbringen, nach rechtswidrigen Inhalten zu suchen und würde trotzdem nicht fertig werden. Man würde diese Sachen nicht finden, zumal sie häufig in geschlossenen Gruppen sind, wo man sie gar nicht findet. Deswegen braucht man für einen effektiven Rechtsschutz die Verpflichtung der Plattformbetreiber, erstens diese Inhalte überall zu suchen und dann auch dafür zu sorgen, dass sie verschwunden bleiben und nicht wieder neu aktiviert werden, wie es hier passiert war, nachdem Twitter den zunächst gesperrten Account dann wieder freigegeben hat. Wir sehen dieses Aufblitzen hin und her immer wieder bei Twitter und natürlich gibt es nie Informationen oder Erklärungen, warum man sich so oder so entschieden hatte. Das fällt jetzt natürlich zusammen mit der Übernahme von Twitter und der Entlassung von angeblich der Hälfte der Belegschaft und der Unternehmenspolitik, dass man mehr ohne Menschen machen möchte oder durch Algorithmen. Das wird das Problem vermutlich nicht lösen. Im Gegenteil, das wird es nur eher noch schlimmer machen. Wir haben gesehen, dass die Gegenseite argumentierte, es sei wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn Twitter auf, so wie beantragt, auf Unterlassung verurteilt werden würde, weil das einen riesen Aufwand betreiben würde. Das würde Geld kosten und das würde den Betrieb des Portals zwar nicht unmöglich machen, aber auf jeden Fall schwieriger machen. Und da geht es dann um die Frage, ist das zumutbar? Darüber hat der Bundesgerichtshof schon mal entschieden, in anderen Fällen zum Beispiel in der Frage zu RapidShare. RapidShare ist ein Share-Hoster, wo man also Inhalte ablegen konnte, mit einem Link dann sichtbar machen konnte. Und da gab es den Fall, dass dort urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Computerspiele, kostenlos auf diese Weise bereitgestellt wurden. Und während die einen Gerichte sagten, du musst als Rechteinhaber jeden einzelnen Link finden, aufspüren und dann melden und nur der wird entfernt, sagten dann andere Gerichte, nein, RapidShare muss auch dafür sorgen, dass diese Sachen überall auf der Plattform entfernt werden und auch entfernt bleiben. Da sagte RapidShare, das ist total schwierig, die zu finden, weil die Hashwerte sind nicht immer gleich, die Archive sehen manchmal unterschiedlich aus. Wenn wir das tun müssten, dann könnten wir unseren Geschäftsbetrieb nicht mehr betreiben und wir sind ja schließlich geschützt im Bestand unseres Geschäftsbetriebes. Aber der Bundesgerichtshof sagte, nee, wenn euer Geschäftsmodell darauf basiert, Rechte zu verletzen, dann seid ihr dabei nicht schützenswert. Jetzt könnte man sagen, RapidShare ist jetzt sozusagen von Haus aus weniger schützenswert als Twitter und Twitter verdient einen besseren Schutz. Twitter verdient es auch, Geld zu verdienen. Man muss ja schließlich den Kaufpreis, für den man gebürgt hat oder Sicherheiten geleistet hat, auch irgendwann wieder reinholen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass tatsächlich das Landgericht Frankfurt diese Argumentation verfällt, aber warten wir mal ab, ob das Gericht sagt, naja, wir nehmen lieber mal ein paar Rechtsverletzungen in Kauf, denn sonst könnte Musk ja seinen Kaufpreis nicht richtig amortisieren. Wir glauben, dass es dazugehört zum Betrieb eines sozialen Netzwerkes, dass man den nötigen Schutz auch durchsetzt. Wir verlangen nichts Geringeres ja auch von deutschen Portalen, wie zum Beispiel Yameda. Das Arztbewertungsportal muss einen ganz schönen Aufwand betreiben, um rechtmäßige und rechtswidrige Inhalte zu unterscheiden. Wenn jemand also eine Arztbewertung abgibt und der Arzt dann sagt, das stimmt da nicht so, nicht was er da geschrieben hat, dann muss Yameda tatsächlich einen gewissen Aufwand betreiben, um herauszufinden, ob der User tatsächlich Patient war, ob das plausibel ist, was dort geschrieben wird. Das geht sogar so weit, dass der User gefragt wird, beschreib doch bitte mal, wie sieht denn das Wartezimmer aus, wenn du dort tatsächlich als Patient warst. Und wenn sich dann herausstellt, dass der Patient das nicht sagen kann oder will, dann wird so eine Bewertung auch tatsächlich endgültig entfernt. Und nichts Geringeres würden wir von Twitter erwarten. Ja, es ist aufwendig, Falschnachrichten zu überprüfen, aber das ist das, was es braucht, um User vor solchen falschen Nachrichten zu schützen. Es geht nicht um die Empfänger der Nachricht, sondern in diesem Fall um diejenigen, die mit übler Nachrede bezeichnet werden, die davon betroffen sind, die also verächtlich gemacht werden. Mal sehen, Donnerstag in 2 Wochen sehen wir uns dann um 14 Uhr in Frankfurt. In diesem Sinne, bleibt gesund.